Okay. Jetzt kommt der zweite Teil von dem Artikel über Osteoporose. Vitamin D. Ein Mangel an Vitamin D löst, selbst wenn der Körper ausreichend mit Kalzium versorgt ist, Knochenabbau aus. Das Vitamin fördert die Aufnahme des Mineralstoffs im Darm, die mit dem Alter immer stärker abnimmt, um bis zu 17%. Zudem steigert es dessen Einbau in den Knochen. Also Milch trinken allein genügt nicht. Es muss Vitamin D dazu. Was tun? Wenn UV-Licht auf die Haut fällt, stellt sie das Vitamin selbst her. Eine halbe Stunde täglich spazieren gehen genügt, rät Professor Olaf Adam, Rheumatologe der Uniklinik München. Aber auch in Fisch, Margarine und Ei steckt viel von dem wertvollen Stoff. Und in der Apotheke gibt es Brausetabletten mit Calcium und Vitamin D. Phosphat. Es gilt als Gegenspieler von Calcium und kommt in Wurst, Fleisch und Schmelzkäse sowie in Softdrinks wie Cola vor. Isst man Brot mit Schinken und Käse, verhindert das Phosphat aus dem Schinken, dass der Körper das Calcium aus dem Käse aufnimmt, sagt Professor Adam. Was tun? Wir essen zu viel Fleisch, meint der Experte. Zweimal pro Woche würde reichen. Statt Softdrinks besser Obstsaftschorle trinken. Und auch Kaffee und Alkohol in großen Mengen genossen gelten als Knochenräuber. Säuren. Unsere eiweißreiche Ernährung übersäuert oft den Organismus. Folge: Um die Säuren abzupuffern, baut der Körper Kalzium aus den Knochen aus. Was tun? Wichtig sind ausgewogene Mahlzeiten. Setzen Sie weniger Säurebildner wie Wurst und Fleisch auf den Speiseplan, dafür mehr Basenspender, also Obst und Gemüse. In der Apotheke gibt es zudem Vitalstoffpräparate, etwa Basica oder Bullrich Vital, die eine Übersäuerung ausgleichen können. Hüftprotektoren. Bei älteren Menschen steigt die Gefahr eines Sturzes. Hüftprotektoren schützen Patienten mit porösen Knochen vor dem gefürchteten Schenkelhalsbruch. Es handelt sich um Kunststoffschalen, die in Wäsche eingewebt werden. Sanitätshaus in Klammer. In einer Studie verringerte sich die Zahl der Brüche dank der Polster um über die Hälfte. Bewegung ist bei Osteoporose ähnlich wichtig wie eine kalziumreiche Ernährung, denn der Reiz, der von den Muskeln auf die Knochen übertragen wird, regt die Bildung neuer Knochensubstanz an. Vergesse bitte nicht, auf den Abonnier- und mir gefällt-Knopf zu klicken und mit deinen Freunden zu teilen. Das verbraucht vieles.